Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ja, genau, Batman Arkham Origins. Wir sind jetzt eigentlich mittlerweile bei der Bank angekommen. Wir haben in den letzten beiden Folgen so ein bisschen Nebenmissionen gemacht und sind klatschend durch die Gegend gerannt und haben ein paar Leute vermöbelt. Genau, so sieht's aus. Ich wollte gerade cool wirken. Gut, das ging anscheinend so ziemlich in die Hose. Hoch mit dir, Kumpel. Wenn jemand Schuld hat, dann dieser kostümierte Freak. Ach, vorhin war ja alles fair aufgeteilt. Wir hatten unsere Geschäfte. Die Bullen haben weggesehen. Politiker hielten sich raus. Ja, das aber jetzt fängt auf jeden Fall sehr cool an. Immer wenn sich die Fledermaus einen von uns schnappt, naja, dann müssen sich die Bosse halt rächen, um nicht ihr Gesicht zu verlieren. Wow. Und wenn es eskaliert, dann hast du eine Nacht wie heute. Wir müssen also nur die Fledermaus loswerden. Ich muss jetzt irgendwie in die Bank reinkommen. Danke, Betz. Oh, warte mal, vielleicht sollten wir das auch als... Ich habe keine Ahnung, wer jetzt gerade die... Ach, der Mad Hat. Ah, das war der. Verstehe. Ah. Könnte sein, dass wir da unten erst rankommen. Ja, ja. So, wo geht's denn hier rein? Was ist? Ich komme in Frieden. Glaube ich jedenfalls. Oh, Subway, schade, da kommen wir nicht hin. Ich will doch einfach nur so diese verdammte Bank. Bitte. Geh ich noch eins weiter. Ah. Ja, war ja klar. Da können. Warum können wir denn. Egal. Da ist sie doch. Na, geht doch. Danke. Vielleicht sollte ich es zweimal A drücken. Ganz schön komisch designt das hier alles, ne? So, beugen. Es muss einen anderen Weg hineingeben. Aha. Und der wäre? Da hinten stand auf jeden Fall ein sehr gut aus... Oh. Wer quatscht denn hier die ganze Zeit? Wer möchte denn gerne Stress? Wow, danke, dass es jetzt funktioniert. Ist wirklich absolut nicht peinlich. Oh!
einfach immer nur X drücken. Oh, den hole ich vom Boden wieder hoch. Ah. So, die Bank tudelt immer noch vor sich hin. Hintereingang, vielleicht da irgendwie. Okay. Irgendwie auch wieder nicht. Oh, hübsch. Das müsste jetzt die Bank sein, wo ich gerade rumschleiche, oder? Ja, so ziemlich. So, Betsy. Oh. Ah. Ah. Gesehen. Gut, dann haben wir ein bisschen Goffin jetzt kennengelernt. Ist nicht gerade die hübscheste Stadt, aber hey, wir haben es kennengelernt. Hey, Kumpel. Unmächtig? Falscher Knopf. Ich wollte jeden drücken. So, jetzt kommen wir endlich rein. Hier haben wir nichts. Dann wollen wir mal kurz das Passwort knacken. Sind wir zufällig in dem Gebiet, wo... Oh. Oh, sorry. Kann das sein, dass wir in diesem Gebiet sind, wo... Nee, oder? Warum ist das so, wie es ist? Keine Ahnung. Oh nein, falscher Knopf. Unterbrecher. Für irgendwas, was in diesem Raum ist, was ich jetzt gerade noch nicht gesehen habe. Der Alarm. Ah, das Teil habe ich nämlich bei den Turm gesucht. Wo ich auch den Störfaktor hatte. Ich war aber zu blind. Vielleicht war er im Bildschirm und ich habe ihn übersehen. Das passiert des Öfteren gerne. Überall Leichen. Der Joker könnte immer noch hier sein. Im Tresorraum. Ich muss vorsichtig sein. Ich bin Batman und sitze ganz hinten im Bus. Oh ja, ganz hinten. Hui! Sie sind alle tot. Aber hier spielt sich noch etwas viel Durchtriebeneres ab. Hallo?
Ich bleib erstmal auf. Hallo. Da wird doch garantiert gleich irgendwas kommen. Vielleicht hätte ich jetzt in die Mitte des Raums gehen müssen, damit ich irgendwas aktiviere, weil das wird wahrscheinlich ein Schlupf. Oder auch nicht. Doch. Es war ein Schlupfloch. Eine sehr komische Bank. Na komm, komm mal raus. Ach mein Gott, mein Umhang wirbelt alles auf. Hui. Ach, die Tür kann er nie. Eins und zwei und drei und vier. Yay. Was haben wir hier? Das sieht doch sehr interessant aus. Falscher Knopf. Ja, der Kokosnussknacker ist wieder da. Sorry. Eva. Eva. Hallo. Ich will. Sorry, ich sehe es gerade nicht. Sie ist nicht. Wenn ich gerade.
Ja, nee, ist klar, ne? Ich hasse diese Ver... Ernsthaft? Willst du mich doch gerade leicht ver... Ich hasse... Leute, es tut mir wirklich mega leid, ne? Mit der Steuerung. Und schon wieder diese... Genau derselbe Fehler. Nein, du sollst nach oben. Zu doof zum Fliegen hier. Ich weiß nicht, was ich hier... Hä? Ich komme hier doch nicht mehr raus. Lass mich raus. Bitte. Ich muss doch hier... Ja, und sonst so? Wahrscheinlich wieder so simpel, dass ich es nicht checke. Aber wie gesagt, ich komme ja hier noch nicht mehr raus. So, Leute, Batman ist Geschichte. Ich komme hier nie wieder raus. Wow, das war mein Hals gerade. Alfred, rette mich. Warte mal. Ich würde ja gerne... Ich weiß noch nicht mal, ob es da oben weitergeht. Und warum kommt er hier... nicht raus? Gut. Ich habe mich irgendwie festgefahren. Ich werde mal hier kurz ein Päuschen machen. Bis gleich. Ja. Hi. Damit es nicht so peinlich wird, ich werde es gleich einfach mal machen. Ich habe herausgefunden, wo wir lang müssen. Was? Ich habe keine Ahnung, was das Ding jetzt mir sagen möchte. Ja, ihr Lieben, es war ein kleiner Cut drin. Ich hab die Wände vollgesprüht mit explosivem Ding, außer dem Boden. Und hier kommen wir natürlich rein. Du glaubst wohl, du kannst einfach in meine Bank spazieren. Roman, ich suche den Joker. Der Joker? Nie von ihm gehört. Was ist mit dir, Puppe? Kennst du den Joker? Den wen? Und Sie, Sir? Der Joker klingelt's da? Verdammter Hurensohn! Du willst mich bestehlen und damit durchkommen? Du bist ein toter Mann. Tot. Kannst du nicht einfach mitspielen? Ah!
Du warst es die ganze Zeit. Du hast die Killer angeheuert. Du hast Sayones Bande übernommen. Streng genommen ist es jetzt meine Bande. Oder etwa nicht, Jungs? Du hast mich. Lass sie gehen. Das Leben wäre so simpel, wenn du alles wärst, was ich will. Nein, nein, nein. Du bist nur eine klitzekleine Ablenkung, verglichen mit dem, was ich noch vorhabe. Hier, viel Spaß dabei. Hörst du das? Klingt wie 8 winzige Rentiere. Da hat sich ausgelacht, ne? Sie ist tot. Wenn ich's doch sage, er ist nicht tot. Wisst ihr, das war eigentlich total simpel, das Ganze. Natürlich habe ich alles vollgesprüht, aber das gewisse etwas. Natürlich nicht. Der Joker weiß, dass ich die Explosion überlebt habe. Ich muss mich beeilen, bevor er Sionis oder sonst jemanden tötet. Das macht keinen Sinn. Er ist angeschossen, verletzt. Wo soll er denn stecken? Vielleicht ist er nicht verletzt. Oder vielleicht. Auf dem Steg kommt er nicht an mir vorbei. Dass die mich hier nicht sehen, ne? Komm her. Ich kann ihn nicht finden, Mann. Er ist nicht hier. Wenn ich ihn finde, kriegt ihr sowas von aufs Maul. Die Stimme von den einen kam mir gerade sehr bekannt vor. Habt ihr eure Schaufel dabei? Ihr müsst die Fledermaus ausgraben, bevor ihr sie einsacken könnt. So, der hängt mal voll ab. Den werden wir da unten mal. So. Ich wollte jetzt nicht, dass er gerade nach oben geht, aber okay. Nee, da sind so viele auf einen Haufen. Kann ich ihn anvisieren? Ah, das war zu spät, glaube ich. Sehr schön. So, ganz schön nach oben. Oh, jetzt beide auf einmal? Seid ihr wirklich? Ich lasse mich mal kurz hängen. Ich glaube, es wurden neue Zwillinge geboren. Kommt mal hier. Put, put. Guck mal, die hängen aneinander. Gut, das klappt irgendwie gerade nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Ach, scheiße. Wartet. So. Halt! Stopp! Wo will der Joker hin? Der Typ ist krank, Mann. Hat ein Viertel von Black Masks Männern ermordet, weil sie nicht machen wollten, was er sagt. Wenn du ihr Schicksal nicht teilen möchtest, rede. Er hat irgendwas vom Stahlwerk gesagt. Das gehört Sionis. Jetzt gehört es dem Joker.
Und da kommst du nie im Leben rein. Behalt deine Meinung für dich. Oh. Alfred, such mir die Baupläne für das Stahlwerk von Sionis Industries. Kinnhaken. Der Joker hat Sionis dahin gebracht. Er wird ihn töten, es sei denn, ich bin vor ihm da. Dieser Joker klingt gefährlich. Er hat Black Masks Geschäfte übernommen und alle ermordet, die sich ihm nicht anschließen wollten. Er hat die Killer angeheuert. Dann muss er auch hinter dem Bombenattentat auf das GCPD stecken. Du meine Güte, sollte das nicht lieber die Polizei übernehmen? Keine Chance. Er gehört mir. Gut, kann ich da oben raus, weil irgendwie leuchtet alles da draußen. Oh, natürlich. Natürlich geht das nicht. Ich muss natürlich raus. Dann sieht mich jeder. Na dann. Jetzt geht's auf. Natürlich. Ja. So. Och, really? Oh! Wartet mal kurz. Auf meine Knie? Nee, nee, das ist unhöflich. Gut, den können wir noch nicht machen. Ach, so einer ist es. Das hast du mir jetzt nicht gesagt. Ah, wir entfernen uns mal von den Schützen. Alter, die hocken zu... Bleib, wo du bist. Oh. So, jetzt haben wir's. Endlich. Komme ich hier raus? einfach am Baby vorbei. So voll ignorant am Baby vorbei. Ah, bumm. Es wird bumm machen. Hier ist nichts. Das war Glücksfall. Shiva. Auch hinter dem Kopfgeld her? Das ist nur ein Trostpreis, falls du den Test nicht bestehst. Test? Dafür habe ich keine Zeit. Irgendwo in New Gotham wird ein Unschuldiger sterben. Und wir wissen beide, dass du das nicht zulassen kannst. Die Frage ist also, kannst du ihn finden, Batman? Kannst du ihn retten? Was? Ernsthaft, ich wäre einfach an einem Baby vorbeigeflogen, um ehrlich zu sein. So, huch. Weg bin ich. So, lasst uns mal schauen.
Hier unten hatten wir alles. Da meinte man, das muss ich später machen. Da fehlt mir etwas. Hier keine Ahnung. Und auf dem Schiff hatte ich keine Lust, da irgendwas zu machen, weil die alle wieder gespawnt sind. Und das wäre das Stahlwerk. Ich überlege, ob wir erst einmal den Anakin machen. Ich habe 3 Bomben in den Korruptes. Damit wir dies erstmal weg haben. Ach komm, ich fliege. Es kann. Ohne Ton natürlich. Ich hätte es auch synchronisieren. Könnte sein. Hoffentlich ist die Stadt dann wieder normal. Ich erinnere mich noch an den letzten. Die Stadt war für Wochen ohne Strom. Jeder konnte da am eigenen Leib erfahren, wie wir seit Jahren leben. Und haben neue Unterkünfte gebaut. So. Immer auf der Straße. Ja, genau so wollen die das doch. Was haben wir denn da unten? Ja, die verdammten Schuhe fallen auseinander. Dein Fuß sieht nicht gerade gut aus. Fühlt sich auch nicht gut an. Vielleicht sollten wir dich ins Krankenhaus bringen. Nee, was? Hatte schon Schlimmeres. Morgen sieht er bestimmt besser aus. Fuß fällt ab? So, ich gehe mal kurz da unten fragen, wie das Wetter so ist. Ei. Komm schon, trau dich! Scheiße, zu spät gedrückt. Schon wieder zu spät. Doch irgendwie schon. Könnt ihr nach so einem Pferdekick nicht einfach liegen bleiben? Ich dachte, ich treffe den noch. Dann hat er sich aber für was anderes gerade entschieden. Oh, das war ein Sparta-Kick. Zeig mir, was du drauf hast. Der ist gemeine Frost gelaufen, hat man gesehen, oder? Ich würde so ein bisschen behaupten, dass ich da rein muss. So, Anakin. Skywalker. Bin ich froh, dass du gekommen bist. Wirklich eine Ehre. Es gibt so viel zu diskutieren. Was genau willst du? Ich möchte eine Allianz vorschlagen. Wir beide könnten gemeinsam großartige Dinge vollbringen. Ich kooperiere nicht mit Verbrechern. Du musst dich stellen. Ich sag dir was. Ich stelle mich, sobald du das Gleiche getan hast. Aber du siehst dich selbst nicht als Verbrecher, oder? Das Kostüm, die Spielzeuge, das Anspruchsdenken. Du bist nur einer dieser reichen Jungs, die sich wegen ihres Geldes schämen. Eine Schande. Wir müssen Alexander. Ja, ja. Na dann. Das nehme ich dir übel. Kumpel. Ich drücke immer Y, aber irgendwie ist es, glaube ich, immer ein bisschen zu spät. Wir sind viele. Wir sind eins, oder wie? Autsch, ich habe da Y gedrückt. Ich habe auch gekontert. Das habe ich jetzt ignoriert. Oh, das war Luftcatchen gerade. Oh, die ist geflogen. Es ist vorbei. Nicht ganz. Für das Volk! Für deine...
Autsch. Aus. Oh, mir tut alles weh. Lass doch mal das alles hier liegen. Das braucht ihr alles nicht. Seid mal ein bisschen. Ich werde den Umhang verscheuern. Echt? Ibel? Das ist wahrscheinlich sehr teuer, ne? Könnt ihr mal endlich K.O. gehen? Schließt du dich uns nicht an? Naja, ich verprüge euch ziemlich gerne, deswegen. Ich hab eine Kind K.O. gehauen. Geflogen. Du bist noch ein Kind. Und? Spielt das eine Rolle? Ich wollte einen Unterschied machen. Ich dachte, du denkst genauso. Das tue ich, aber nicht so. Viele unschuldige Menschen wären deinetwegen beinahe gestorben. Unschuldig? Sie haben tatenlos zugesehen, wie Gotham vor die Hunde ging. Sie haben Angst. Nein, sie sind schwach. Genau wie du. Pfeffer ihn noch einer. Die Polizei ist auf dem Weg. Oh, willst du einen Bonbon haben? Fragst du dich nie, wie es so weit kommen konnte? Nö. Ich mich schon. Immer wieder. Ich frage mich eigentlich... nicht, dass Verbrecher wie Roman Sionis und Oswald Cobblepot schuld sind. Sie spiegeln nur unsere Apathie wieder. Eins. Unsere Gier. Unsere Angst. Eins. Wir stecken zwei. Den Kopf in den Sand. Fahr dir die Oberschenkel an. Unserer Arbeit. Das kannst du nicht. Konsumieren als Unterhaltung getarnte Propaganda. Die Botschaft ist immer dieselbe. Nicht denken, nicht hinterfragen. Was passiert, wenn sich eine Gesellschaft aufgegeben hat? Sie verrottet. Sie füllt sich mit Lügnern, Betrügern und Verbrechern. Oben wie unten. Der Anzugträger im Penthouse ist kein Stück besser als der Typ, der an der Ecke Drogen vertickt. Beide tun das, was nötig ist, um voranzukommen. Egal, was der Preis ist. Fertig? Mit der Integrität. Das war es, was eine Gesellschaft früher ausmachte. Menschen haben zusammen ein gemeinsames Ziel verfolgt, sich umeinander zu kümmern, zu beschützen und zu sorgen. Ich gehe jetzt da hinten durch die Tür, okay? Wir haben uns von der Dunkelheit und ihren Gefahren in Sicherheit gebracht. Oder dadurch? Gemeinschaft stand oder für Fortschritt. Aber jetzt ist alles verdreht. Wir beten am Altar des Wettbewerbs. Wir erbauen Festungen um uns herum. Wir kämpfen. Bist du fertig? Oh. Die hat aber einen ganz schönen langen Text vorge... Wenn du alt wirst? Oder gelangweilt? Oder stirbst? Was dann? Oder ist dir die Welt, die sich um dich dreht, egal? Oh, das sind schnelle Sit-Ups. Ja. Du bist ein Heuchler. Du rennst umher und verbreitest Gerechtigkeit. Gute Lieben. Du schreibst Menschen vor, was sie dürfen und was nicht. Ganz langsam in die Richtung. Frieden ein, solange alles mit deinen verdrehten Ansichten übereinstimmt. Solange es der Fledermaus gefällt. Ist es das? Du bist kein Held. Du bist ein Despot. Oh, darf ich ihn eine reinhauen, damit er endlich die Ruhe hält? Fertig? Vielleicht kann ich dir doch zeigen, was du gesehen hast. Gut, ihr Lieben. Absolut keine Lust, den mehr zu hören, deswegen... muss ich an ihn vorbei. Natürlich. Tschüss, Kumpel. Ja, bin beschäftigt. Tschüss. Einfach abhauen. Der erzählt ja weiter. Jetzt bekommt es nicht mit und ich hau einfach nur ab. So, ihr Lieben.
Oh, kann man nur so viel erzählen. So, ich würde gerne da nach oben, da bin ich ein bisschen in Sicherheit. Und dann würde ich mich für diese Folge verabschieden, ihr Lieben. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.